Olympischen Spiele bei Landeswelle Thüringen. Heute Gesichtsheben. Ich mache nur Gleichgewichtsübungen. Tja, jetzt haben wir 4 Jahre lang nicht dafür trainiert, um diesen Moment zu erleben. Das Entscheidende, die entscheidende Disziplin bei den Nicht-Olympischen Spielen. Und die heißt heute Gesichtheben. Timo hält unser Sportgerät bereits in der Hand, ein wunderbarer Landeswelle-Kaffeebecher. Ziel unserer Disziplin ist es, aus dem Liegen mit dem Becher auf der Stirn aufzustehen und das so schnell wie möglich. Jetzt tut sie wieder. Jetzt tut sie wieder so, als sei sie konzentriert. Das geht mir ja hervorragend. Los, ich bin gehandicapt. Wisst ihr das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich guck die Lampe an, vielleicht hilft mir das. Sehr grazil und stopp! Ich habe jetzt schon Rücken. Wenn man hier auf der harten, ich muss unbedingt eine neue Matratze mal haben. Ist das aufregend? Entschuldigung, ich habe nur gesagt, dass es aufregend ist. Also es sieht auf jeden Fall sehr elegant aus, was der Herr Hartmann da macht. Oh mein Gott, er hat leider am Anfang nicht diese Wackler drin, die ich drin hatte. Für das Aufstehen mit der Tasse 21 Sekunden gebraucht. Ja, und bei Timo, das hat man ja schon gesehen, da hat es leicht länger gedauert. Reicht. Eine Stunde ist es nicht geworden, aber 2 Minuten 50. 2 Minuten 50. Gut, das ist ein deutlicher Abstand zu 21, etwas Sekunden. Und ich bin natürlich ein total enttäuschter Verlierer. Und ich gehe. Nein. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die nächsten Olympischen, nicht-olympischen Spiele. Olympia! Nein, die nicht-olympischen Spiele bei Landeswelle Thüringen.